Wir geben uns jetzt einfach die Jindawis, oder? Haben auch viele Leute geschrieben. Imani hat Mama gesagt. Ich habe den letzten Vlog verpasst, aber ich glaube irgendwie, ich habe mitbekommen, Chat, dass er seinen Nike-Deal so irgendwie in die Richtung bekommen hat. Und das war schon sehr süß. Er hat es vor 2 Wochen irgendwie gesagt und eine Woche später kontaktieren die. War schon heftig. Mashallah an der Stelle. Hello, Jindawis. How are you? Hey, guten Tag, willkommen in Berlin, die Stadt. Ich präsentiere euch den Fan. Ist euch aufgefallen, Chat? Die machen immer so Kamera, die machen das so nah. Oder ich glaube, was die machen, weil die filmen ja mit GoPro, die machen Weitwinkelobjektiv seinem Vater und dann so und das sieht dann so richtig Dings aus, wisst ihr? Ansehen. Kommen Sie mit. Ich werde euch jetzt die leckerste Fischerlinse, genau. Aus ganz Berlin. Let's go. Es ist rot. Das ist dein Vaters Straße. Beweg dich. Hey, Leute, es gibt noch 4 Stück von den Kuchen, den wir lieben. Genau 4. Aber kann sein, die vor uns kaufen das. Wir müssen die fragen. Wollt ihr auch Kuchen? Welchen? Der ist lecker, aber der Zitrone, der ist Katastrophe. Bruder, sag dir, der schmeckt nicht. Sag dir, du hast Durchfall bekommen letztens. Verdauungsprobleme macht er. Verdauungsproblem. Ey, findet ihr Zitronenkuchen nice, Chat? Ich muss zugeben, ich habe Zitronenkuchen mal richtig gefeiert, einen. Dann habe ich so wirklich die ganze Packung geäxt. Also das war so aus Supermarkt. Und ich hatte dann, ich weiß nicht, natürlich vielleicht Zollboy-Anfall, aber ich hatte richtig Halsschmerzen. Voila, ich hatte richtig Halsschmerzen. Irgendwie dieser Zitronenkuchen, der hat mir schlimm zugesetzt. Zitronenkuchen, beste. Ja, nice, nice. Nur Käsekuchen. Käsekuchen auch sehr wild, sehr wild. Hey, 2 leckere, saftige Zitronenkuchen, bitte. Die leckersten von ganz Berlin, bitte. Boah, der sieht schon nice aus, Chat. Der sieht wirklich nice aus. Bellissimo. Hey, wir sind in einem Skaterpark. Seht ihr Mila da hinten? Am Leuchten? Jalla, Mila. Ey, eine Sache, die ich noch sagen muss, gell? Kennt ihr diesen einen Käsekuchen, der so richtig bekannt ist in den USA? Mein Traum, seit so langem dort mal einen zu essen. Oh mein Gott, weil ich glaube, der ist richtig wild, Chat. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der Cheesecake irgendwas war. Oh, warte, warte. Cheesecake Factory, genau. Hieß das so? Ich glaube, Cheesecake Factory, genau. Komm, 3, 2, 1. Mach mal die Baba-Moves. Natürlich. Fun Fact, ich kann keine Rollschuhe fahren. Hey, ich auch nicht, ich auch nicht. Das ist so schwer. Oh mein Gott, immerhin bin ich nicht alleine mit dieser Sache, die ich nicht kann. Ey, Mann, von wo hast du das Skateboard? Von meinen Cousins. Das sind meine Cousins. Bruh. Kannst du überhaupt Skateboard fahren? Du kennst mich, glaube ich, nicht. Boah, Skateboard habe ich auch eine Zeit später mal kurz versucht, nachdem es mir meine Mutter verboten hatte und mein Skateboard weggeschmissen hat, was sie mir heimlich gekauft hatte. Das ist aber eine andere Story. Aber ich habe das auch nie hinbekommen. Es war einfach viel zu schwer, Chat. Ich habe diese Sportart erfunden. Den Move nenne ich den Skorpion. Chill mal, Bro. Fast umfallen. Luisa, das ist Kinderkacke. Das habe ich 3. Klasse gemacht. Komm her, mach mal was Richtiges, Mann. Was war das? Schmeiß dein Skateboard im Müll, Digga. Das ist gar nicht. Skateboard verletzen sich auch so viele Leute wirklich, Chat. Also wenn ihr auch das vorhabt zu lernen oder bereits im Skateboard-Business drin seid, bitte passt auf, dass ihr euch nicht irgendwas brecht oder so. Das ist ernst schlimm, weil du hast diesen Kick, du willst irgendwann mal so immer mehr, immer krassere Sachen machen, aber man muss auch so seine Grenzen kennen, Chat. Ey, spiel nicht mehr mit denen. Digga, bist du nervös? Was ist los mit dir? Konzentrier dich jetzt, Mann. Komm, Junge. Junge, was ist los mit dir, Mann? So hab ich's dir... Mann, was will Nader von ihm? What the fuck? Er will, dass er auf Fresse fliegt. Schwein gebracht. Hausverbot. Ey, Mila, pass auf. Kannst du Englisch? Der arme Walla. Yes, I can speak English. Really? Yes. You have beautiful clothes. Thank you. What is clothes? Clothes? Sie weiß nicht mal, was er sagt. Then why you say thank you? Where are you from? Where are you from? What? Where are you from? Ah. Nein, das ist Chat, was sind das für cringige Aufnahmen? Nice to meet you. Hey, wir präsentieren euch, Imani kann was Neues. Imani kann laufen. Fast. Sie kann fast laufen. Zuallererst braucht sie die richtige Frisur. Imani, passt die Frisur?
Ja. 23. Baby. Mashallah, Chat, ich muss es immer wieder sagen, damit nicht das gewollt oder ungewollte Auge passiert. Wichtig. Warum ist hier ein Ball im Weg? Was machst du da oben? Alles nur durchgeknallte in dem Haus. Was machst du da oben? Imani, was machst du da hinten? Zuallererst muss ich hier was zusammenbauen. Wir packen hier ein bisschen Gewicht rein, damit dieses Ding nicht nach hinten kippt. Imani, komm, it's your time. Oha, das ist smart. Time to shine. Zeig den Leuten, was du drauf hast, Imani. Einstein, sein großer Bruder. Imani, zeig den Leuten, was du drauf hast. So, Lisa, bist du bereit? Ich bin bereit, Imani, bist du bereit? 3, 2, 1, Yalla! Oha! Oha! Boxenstopp, bring die Bohrmaschinen. Imani, ich... Hä, wie heftig. Mir kommt das so vor, als ob die gefühlt gestern zur Welt gekommen ist, Chat. Ist das weird? Ey, wie schnell auch generell dieses Jahr vergangen ist. Ich bitte euch. Ich mach deine Reifen ganz, ja? Here we go! Krank. Ehrlich, krank. Ich mache jetzt ein paar Jindawi-Bowls. Ich erkläre euch jetzt, wie eine Jindawi-Bowl gemacht wird. Wollt ihr das gar... Ey, guck mal, Nader, das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich habe dich ehrlich richtig, richtig gern. Du weißt, ich supporte dich. Und man hat hier und da auch mal geschrieben, so dies und das, ohne jetzt cringe zu klingen. Guck mal, Chat, ihr müsst die Vorgeschichte wissen. Ich will hier keine Chats leaken, aber ich weiß, wie man das Problem mit dem flackernden Licht löst. Und ich habe ihm das geschrieben und er meinte, ey, Brudi, vielen lieben Dank, dass du an mich denkst. Aber seitdem, immer noch seit 10 Vlogs flackert das Licht. Wieso macht er das nicht? Ich mache jetzt ein paar Jindawi-Bowls. Ich erkläre euch jetzt... Wieso flackert das Licht? Wieso flackert das? Niemals. Jindawi-Bowl ist wie die Krabbenburger-Formel. Geheim. Viele haben versucht, auf diese Formel zu kommen. Viele haben versucht zu wissen, was ist drin in diesen... Und das Ding ist, er hat mir sogar richtig süß geantwortet. Er so, ey, ich schwör's dir, das hat mich auch schon richtig abgefuckt, sagt er. Richtig süß von dir, dass du an mich denkst. Dies, das. Ich dachte... Boah, Nader, bester Mann, nächste Videos ohne dieses Flackern und so. Aber Twitter hat es einfach nicht eingestellt. Wundervollem Essen. Keiner ist drauf gekommen. Hier sind schon viele vorbeigelaufen, die versucht haben, mit ihren Blicken herauszufinden, was drin ist. Keine Chance. Die Mischung und die Menge und die Qualität der Sachen. Dann die Leute, die die Jindawi-Bowl machen, die müssen es mit Liebe machen. Und dann am Ende kommt die Jindawi-Bowl raus. Also geheimer als die Krabbenburger-Formel. Vielleicht vorproduziertes Video. Ach so, von vor 3 Monaten? Diese rosane Soße ist unglaublich. Hey, Mama. Sag es. Mama. Oha, Junge. Ey, hat Dings Imani XP Booster genommen oder so? Oder irgendwie, keine Ahnung, haben die VIP-Paket gekauft? Die hat einfach gehen und reden gelernt. Mein Zeh. Yeah. Oha, ich schwör's euch, Chat. XP Booster aus World of Warcraft. Mama. Nein, Luisa. Sie sagt gar nicht mehr, Papa. Einfach vergessen. Boah, das ist traurig. Hey, what? Jindawis, ihr falschen Puffis. Heute geht's in eine Schokoladenfabrik. Als ob. Ey, Mila, hier ist die Schokoladenfabrik. Wir müssen Hände waschen, Leute. Ich zeig dir jetzt, wie man Hände wäscht. Ey, ich dachte auch, er hat jetzt Rolex-Cap, gell? Das sah richtig ähnlich aus wie diese eine, die John Broke mal 4 Monate getragen hat, ohne Unterbrechung. Hände! So wäscht man Hände. Ey, wa? Ja, ne, falsche Profis, jetzt wird Schokolade gemacht. Bereit? In dem Vlog passiert auch voll viel, gell?
Warum diese Nummer? Dieselbe Nummer steht auch auf der Schablone. So finden wir unsere Schokolade wieder. Das kommt in die Schokolade rein. 6 Löffel, ne? Was ist deine Lieblingsschokolade, Abu? Oh, so Haselnuss, Luftschokolade und Schokolade, die mit Pistazien irgendwie vermischt ist. Das ist so eigentlich wirklich, das ist so mein Trip. Oh, Oreo, Erdbeere. Es gibt wirklich zu viele Sachen. Wie schmeckt's? Nach Schokolade. Als ob. Heftig. Oha, bei ihr sieht voll perfekt aus. Sie hat richtig gut gemacht, Chat. Die Schokolade kommt jetzt in den Kühlschrank und dann wird sie in 20 Minuten fertig sein und dann legen wir sie in die Verpackung rein. Jetzt wird die Verpackung gescheitert. Diese Schokolade nenne ich Imani-Schokolade. Man darf die sogar einpacken und so. Hä, und das gibt's auch in Berlin? Also, ich frage nochmal, gibt es etwas, was es nicht in Berlin gibt, Chat? Also, Real Talk Frage. Fertig. Du hast frisches Cute gemacht, Nadel. Cute? Cute heißt süß. Cute. Jetzt muss Lena den Hand aufmachen. Wir haben die Schokolade verpackt, das kommt jetzt in die Verpackung. Das ist auf jeden Fall die Imani Edition. Das ist meine, das ist Nadas und Imanis und das ist Mila. Entscheidet in den Kommentaren. Nadel sieht schon heftig aus. Aber ich denke wirklich, von der Schokolade an und für sich schmeckt wahrscheinlich die von Luisa am allerbesten. Weil bei ihr sah die so richtig auch gut geformt aus und so professionell gemacht. Bei denen ist sie sicher so vercrackt, Chat. Ich sag ehrlich. Dann, welche Schokoladenverpackung die beste ist? Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. War ein süßes Video. War nice gemacht. Das war ein schönes Video, wirklich, muss man zugeben. Fühle ich, Chat.